Oh ja. Ein Bruder fragt, was ist die Weisheit dahinter, dass Allah subhanahu wa ta'ala keine Frauen als Propheten geschickt hat? Was ist die Weisheit dahinter, dass Allah azawajal niemals Frauen als Propheten entsandt? Natürlich, es gibt viele Weisheiten von Allah azawajal. Und wir bestätigen eine Sache, was auch die anderen Religionen bestätigen. Niemals wurde eine Frau entsandt, die was? Eine Prophetin gewesen ist. Niemals wurde eine Prophetin zu den Menschen entsandt, sondern es waren alles Männer Propheten gewesen. Wird uns da jemand widersprechen? Von den Juden oder von den Christen? Okay. Das heißt, dieser Punkt ist abgehakt. Jetzt die Frage, warum nicht? Allah Azza wa Jal sagt im Koran mit den Worten von der Mutter von Imran, لَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى. Der Junge ist nicht wie das Mädchen. Weil sie hat sich was? Einen Sohn gewünscht, der die Leute zum Guten aufruft. Aber was hat Allah azawajal ihr geschenkt? Maryam. Das heißt, die Mutter von Maryam, wie hieß sie im Koran, wie hat Allah azawajal sie genannt? Ha? Imra'atu Imran. Die Frau von Imran. Das war die Mutter von Maryam. Und Maryam war die Mutter von Isa alayhi salatu wassalam. Sie hat sich einen Jungen gewünscht, der die Leute zum Guten ruft. Aber es ist ein Mädchen geworden. Und sie war geehrt, Maryam radiallahu anha wa ardaha. Aber sie war trotzdem kein Mann. Welche Gründe hat das? Ein Prophet, wenn er zu den Leuten kommt, dann macht er öffentlich Dawa, aber auch im Geheim. Und er spricht mit verschiedenen Leuten. Sollte eine Frau so etwas machen? Abends im Geheimen in irgendeiner Ecke mit den Männern stehen und mit ihnen reden? Und das Prophetentum zu tragen, ist eine gewaltige Aufgabe. Und es ist so und tatsächlich so, und wer kritisieren will, kann kritisieren. Für uns ist die Religion Allahs am wichtigsten, dass die Männer eine größere Stärke bekommen haben als die Frau. Was heißt das? Allah Azza wa Jal sagt in Surat An-Nisa, Ar-Rijalu qawwamuna ala Nisa. Die Männer stehen den Frauen in der Verantwortung vor. Das heißt, Allah Azza wa Jal hat ihnen mehr was? Mehr Stärke und mehr Verantwortung gegeben. Und natürlich, dieser Job als Prophet war nicht leicht. Manchmal war ein gesamtes Volk gegen dich. Ein gesamtes Volk. Und wir wissen, dass es Propheten gab aus der Überlieferung von Ibn Abbas, sie ist bei Bukhari, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, mir wurden die Völker vorgeführt. Manche sagen im Traum, manche sagen, er hat sie wirklich gesehen bei der Reise von Isra und Miraj. Er sagte, und es gab einige unter den Propheten. Sie haben nur eine Handmenge von Leuten gewonnen. Andere haben nur einen und manche gar keinen Anhänger gehabt. Überlegt, was das für ein Druck ist. Nuh alayhi salatu wassalam, immer wenn die Leute an ihm vorbeikamen, was haben sie gemacht? Sie haben sich über ihn lustig gemacht. Denkt ihr, so ein Druck ist leicht zu ertragen? Und weiter, liebe Geschwister, auch eine Frau bekommt was? Ihre Regeln. Und die Propheten haben natürlich für die Völker was? Vorgebetet, verschiedene Ibadat gemacht. Sie waren die Anführer. Er soll die Frau vorbeten, während sie menstruierend ist. Und deswegen, auch wenn manche Gelehrte behauptet haben, es soll im Laufe der Zeit auch Prophetinnen gegeben haben, so ist diese Aussage falsch. Denn die Gründe dafür sind klar, liebe Geschwister, dass Allah Azza wa Jalla nur Männer zu der Umma geschickt hat als Propheten, wallahu ta'ala ala wa'ala.